Dafür war der Schreckenskeller als Verlies umso interessanter. Gerade die Bonusbosse waren sehr stark. Sehr stark, die mitzunehmen. Haben sehr geholfen. Ich glaube, Bonusboss 1. Nee, geht nicht. Doch, wenn ich ganz schnell bin. Mal gucken. Weil ich muss ja zwei Lichter abgeben, aber ich glaube, da bin ich nicht schnell genug. Aber hier fand ich auch die Rätsel für die Bonusbosse eigentlich ganz lustig. Die Bonusbosse an sich waren relativ unspektakulär gestaltet, aber wie die Boni, die sie dann gegeben haben, wenn man sie gerufen hat, das war schon cool. Matos, wir sind hierauf nicht vorbereitet. Wenn euch ein paar Kultisten schon zu viel sind, gebt ihr die Spitze lieber auf. Seht das als Lektion, immer auf der Hut zu sein. Ich bin Max Level. Also 2500 CP. Aber mit ganz Max Level wäre ja 3600. Der Zutritt zu diesem Bereich ist untersagt. Nur die höchsten Befugnisgrade haben hier Zugang. Auch wenn es außer diesen Kultisten und diesen Daedra niemanden mehr gibt, der diese Vorschriften durchsetzen könnte. Vielleicht könnten wir zu einer Übereinkunft gelangen, wenn ihr zum Erkunden hier seid. Was schlagt dir vor? Wir sind von der Schlachtspitze hergekommen, um den magischen Energien nachzugehen, die der Schreckenskeller ausstrahlt. Diese Einrichtung sollte aufgegeben sein, doch wie ihr sehen könnt, ist sie nicht ganz leer. Ich werde bei euren Plünderungen ein Auge zudrücken, wenn ihr uns helft. Wie kann ich euch helfen? Falls wir Rückschlüsse aus diesem Hinterhalt ziehen können, wird uns bei der Hinterhalt? Durchsuchung dieser Ruinen einiger Widerstand erwarten. Helft uns, das Gefängnis zu räumen und die Quelle der magischen Umtriebe hier auszumachen. Und wir entschädigen euch für euren Dienst. Dann helfe ich bei eurer Nachforschung. Dann lauten eure ersten Befehle, als Vorhut zu dienen und den Eingang zum Schreckenskeller zu sichern. Betrachtet alles und jeden in ihm als Bedrohung. Wir schließen zu euch auf, sobald ich Lucillas Wunden versorgt habe. Was ist die Schlachtspitze? Der Hauptstützpunkt der kaiserlichen Kampfmagier. Der Spitzenrat bildet weiter Kampfmagier aus und entsendet sie, um so viele Überreste des Kaiserreichs zu erhalten, wie wir nur können. Lucilla ist eine Kampfmagierin in der Ausbildung. Diese Mission wird ein guter Test sein. Ihr habt schon Verluste erlitten. Eine Auszubildende wird das womöglich nicht überleben. Das hier ist gar nichts im Vergleich zu ihrer Prüfung bei der Schlachtspitze, um in den Rang einer Kampfmagierin aufzusteigen. Man wird von ihr erwarten, dass sie eine Durchquerung der verschiedenen Ebenen im Reich des Vergessens überlebt. Die eingedrungenen Daedra hier zu besiegen, ist da eine ideale Übung. Erzählt mir mehr darüber, was euch hierher geführt hat. Wir bekamen aus einer ungewöhnlichen Quelle einen Hinweis, dass der Schreckenskeller zu einer Quelle intensiver magischer Aktivität geworden ist. Von einer Dremora namens Lyrant. Sie hat davor gewarnt, dass die erwachende Flamme hier am Werk ist. Das hat sich schon einmal als wahr erwiesen. Ich habe mich schon mit der erwachenden Flamme herumgeschlagen. Das sollte sich noch als nützlich erweisen. Sie alle kaputt gemacht. Lyrant sagte uns, dass diese Dagon-Kultisten geeint auf ein Ziel hinzuarbeiten scheinen. Wir müssen herausfinden, was genau das ist und es aufhalten. Was könnt ihr mir über den Schreckenskeller erzählen? Der Schreckenskeller war ein Gefängnis für die schlimmsten Feinde des Kaiserreichs. Er war ein gut gehütetes Geheimnis, bis das Kaiserreich zusammenbrach. Kurz danach wurde er aufgegeben. Es gibt nicht viel mehr, was ich darüber sagen kann. Ja, da ist er, die Lucilla. Nuno, ich habe den Link nur geschickt bekommen von Avaron. Keine Ahnung, wo das herkam, wo er das hat. Ihr werdet unsere neue Eskorte sein, nachdem ihr gesehen habt, was mit unserem Gefolge geschehen ist? Ihr müsst über ein Selbstvertrauen verfügen, das ich nicht teile. Wir sollten umkehren. Verstärkung holen. Eine echte Angriffsstreitmacht. Wie geht es euren Verletzungen?
Es tut weh. Ist aber nichts, was ein bisschen Magie nicht zusammenflicken könnte. Ich wünschte nur, es wäre unserem Gefolge auch so ergangen. Es wurde bei diesem Überfall niedergemäht, ehe es überhaupt wusste, wie ihm geschah. Seid ihr bereit, euch Gegnern zu stellen, die ausgebildete Soldaten so mühelos töten können? Ich bin an Gefahren gewöhnt. Ich hoffe, euer Selbstvertrauen ist berechtigt. Martus ist ein Veteran der Kampfmagier und ich bin auch alles andere als hilflos. Doch selbst mit eurer Hilfe erscheint mir die Erstürmung des Gefängnisses wie ein Selbstmordkommando. Falls ihr zu irgendeinem Zeitpunkt beschließt, doch lieber umzukehren, habt ihr meine Unterstützung. Was könnt ihr mir über unsere Mission erzählen? Oh, sehr wenig. Martus sagte, unsere Befehle lauten nur, dass wir dem Ursprung der magischen Störung nachgehen sollen, die unsere Informantin erwähnte. Alles andere über diesen Ort scheint ein Staatsgeheimnis zu sein. Eure Informantin? Eine Dremora, wenn das zu glauben ist. Sie nannte sich selbst Lyran. Wer auch sonst? Die meisten Leute würden den Worten einer Dremora nicht trauen, und das wäre auch klug. Doch in der Schlachtspitze haben wir mehr mit den Bewohnern des Reichs des Vergessens zu tun als die meisten Leute. Martus glaubt, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Ich kenne Lyrand. Sie ist gerissen, aber durchaus verlässlich. Verzeiht, wenn ich das nicht sehr beruhigend finde. Es scheint mir doch verdächtig, dass ein Verbündeter von Lyrand auftaucht, direkt nachdem unsere Eskorte ausgemerzt wurde. Nicht, dass wir es uns leisten könnten, eure Hilfe abzulehnen, nur versucht, meinen Verdacht nicht zu bestärken. Wer seid ihr beiden? Ich bin Lucilla. Das ist Martus, mein befehlshabender Offizier. Ihr merkt sicher schon an unseren Uniformen, dass wir kaiserliche Kampfmagier sind. Natürlich, also, hab ich gleich gesehen. Ich bin eine Anwärterin in der Ausbildung. Könnt ihr mir mehr über euren Orden sagen? Wurde die Schlachtspitze so schnell vergessen? Es wird wirklich nichts vom Kaiserreich übrig bleiben, wenn der Krieg der drei Banner einmal endet. Wir sind, oder waren, die Kampfmagier-Elite der kaiserlichen Legionen. Ich bin zwar nicht des Ruhms wegen beigetreten, aber das ist schon enttäuschend. Was ist die Schlachtspitze? Die Mutter aller Festungen. Wo die stärksten Magier im Kaiserreich wohnen und sich ertüchtigen. Sie grenzt an mehrere Ebenen im Reich des Vergessens. Zumindest wurde mir das so gesagt. Bei meinem Aufnahmeritual werde ich sie durchqueren müssen. Falls ich überlebe, bin ich aufgenommen. Falls ihr überlebt? Viele überleben nicht. Doch es ist eine große Ehre, überhaupt das Recht zu erhalten, sich an der Prüfung zu versuchen. Ich werde mich noch vielfach beweisen müssen, bevor ich meine Gelegenheit bekomme. Bestehe ich die Prüfung nicht, wenn ich sie denn ablegen darf, habe ich mich nicht ausreichend vorbereitet. Ich glaube schon, Varianda. So. Gucken wir mal, wie gut wir durchkommen. Wer hat dieses Ungeziefer hier hereingelassen? Keine Gnade! Endlich! Ich kann jemanden verbrennen! Oh nein, nicht der Verbackte. Komm da raus. Wie war das denn? Oder muss ich den da durchtöten? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ja, genau, jetzt porte auch noch weiter weg, damit ich dich erst recht nicht mit irgendwas erreichen kann. Und Angst, no Nightmare. Habt noch einen wunderschönen Tag.
Wenn du willst, morgen wieder ab 8.30 Uhr bis mindestens 14 Uhr. Morgen habe ich unter anderem das Vorhaben, Verstecken in Necrom zu spielen. Das heißt, ich suche die Community in Necrom. Und die, die nicht gefunden werden, gewinnen Gold. Ich will sie foltern! Und Finny! Herzlichen Glückwunsch. Martus, wo sollen wir überhaupt mit der Suche anfangen? Konzentriert euch, Lucilla. Dann könnt ihr die abtrünnigen Energien spüren. Diese Trümmer, ich spüre sie. Ich wünschte, ich könnte das nicht. Dabei dreht sich mir der Magen um. Macht den weiteren Weg frei. Ich will diesen dädrischen Stein begutachten. Hier ist es so, für den Bonusboss müssen eigentlich zwei Leute, jeweils, also jeder einmal das Ding hier aufnehmen, hier rüber rennen. Und relativ zeitgleich abgeben, dann geht die Tür auf. Ich sollte fast nicht zeitlich möglich sein, aber ich probiere es trotzdem mal. Glaube aber nicht, dass meine Magicka reicht. Die Persönlichkeit, die ich... Habe ich auf dem Char überhaupt eine Persönlichkeit gerade drin? Ja. Heroisch, da musst du Mazza tun oder die Wiege des Schatten einfach nur betreten, wie es Schnabelkätzchen schon richtig sagt. Einfach nur reinporten und dann sollte es dir zur Verfügung stehen. Also, ohne... Ich hätte gerne... Einen Bonusboss hätte ich ja schon gerne mitgenommen, weil gerade der erste auch viel Damage macht, wenn man ihn benutzt. Aber, naja, es ist mir nicht vergönnt. Das soll aber auch. Ich wollte diese neuen Widerhaken schon länger ausprobieren. Ich habe mich bisher überall durchgebissen. Sollte dann auch klappen hier. Macht euren Kopf klar und bannt den Zauber. Der Hinrichtungshof. Auch ein cooler, das gibt's, glaube ich, als Pet hier irgendwie mit irgendeiner Belohnung. Ja. Gut. Muss ich jetzt mal gucken. Wie ich das am besten... Wahrscheinlich schon volle Kontrolle auf die Apps. Das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Wenn ich mich auf die Apps fokussiert habe. Pet gab es auch beim Betreten. Ne? So, er portet jetzt irgendwo hin. Kommt irgendwo raus. Und jetzt hat man eine gewisse Zeit, dieses Ding kaputt zu machen. Wenn das nicht passiert, ist die... Ich bin, glaube ich, Enrage gegangen oder irgendwie sowas. Ah.
Oh nein, das ist so eine... Bitte zum Glück hat sie viel Damage gemacht. Hallo? Übertreib's mal nicht. Finny, meld dich. Durchatmen. Mut bringt den Sieg. So, wo geht er hin? Da geht er hin. Ich sollte mal gucken, dass meine Woge ab ist und meine... Effekte, damit ich immer schön Heilung bekomme. Ich habe keine Angst vor euch. Das hat ihn ganz schön gesaugt. Ariane, das kann ich jetzt aber leider nicht im Kampf einlösen. Ich muss danach. Das wäre eine zu... Oh, hat's geschafft. So viel Heim. Diese Kreatur. Hat sie sich hiervon genährt? Nein, ich habe Angst, Ariane. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Dafür hat man zu viel davon gesammelt. Wahrscheinlich setzten die Dremora diese Kreatur ein, um diese Energie zu gewinnen. Aber warum? Was ist das für eine Kraft, Martus? Ich möchte mich zusammenrollen und sterben. Stellt euch, Lucilla. Wir finden das alles nur heraus, wenn wir weitergehen. Eskorte, ihr geht voraus. Boah, vor allen Dingen sieht's aus. Das Schlimmste an der Sache ist nicht mal der Kopf. Das Schlimmste an der Sache ist ja noch nicht mal der Kopf, sondern diese Mohnbootartigen hässlichen Schuhe. Der Kult hat sich hier eingenistet. Was zu erwarten war. Diese Diagramme. Sie zeigen nichts, was wir schon gesehen haben. Es sieht fast schon mechanisch aus. Kataklyst, sagt euch das irgendwas? Noch nicht. Lasst den Kamesinschwur in Ruhe. Die Tremora-Krieger sind zu eurem Schutz hier. Aber der Kamesinschwur marodiert... Lieber durch Tamriel, als in dieser klaren Grube Wache zu schieben. Provoziert sie nicht zusätzlich, indem ihr sie wie Arbeiter behandelt. Wenn ihr sie drangsaliert, werdet ihr schnell feststellen, wie sehr sie nach Blut gieren. Und sei es nach dem Orel. Ist Gial Akbar irgendeiner? Ich finde, es sieht immer ein bisschen aus wie
Hier Alien vs. Predator. Nein, das sieht aus wie... Das sieht aus wie Darth Vader ohne Maske. Noch ein Gefäß. Doch dieses hier zieht Energie an. Die Daedra haben diese verderbte Energie nicht mitgebracht. Sie ziehen sie aus dem Schreckenskeller selbst. Was kann hier nur geschehen sein, was für solch widerliche Energien sorgte? Stellt am besten keine Fragen, deren Antworten ihr nicht hören wollt. Wir sollten sie zerstören, falls wir mehr davon finden. Da habe ich keinerlei Einwände. Ich spüre noch mehr in diesen Seitengängen. Wir teilen uns fürs Erste auf. Befreit weiter die Hauptgänge von Gegnern. Und genau, Blitzgestalt. Blitzgestalt gibt es ja einmal als Magikerfähigkeit und als Orkan. Der Orkan ist tatsächlich mit einer wirklich ein cooler Skill. Mit den wachsenden Dingern hier außenrum, die gut Damage machen, die aber auch noch schön Speed geben. Ja, jo, guck doch mal. Also ich finde so ein bisschen, was hat er von. Mehr Skorione. Die Wiederherstellung der Skorione hat weiterhin Priorität. Wir werden die Ergebnisse nicht erreichen, die der Meister erwartet, wenn wir sie nicht schneller ersetzen können, als sie sterben. Wenn ihr nicht an Katalysten arbeitet, setzt die Beschwörungsrituale fort, bis ihr erschöpft zusammenbrecht. Gebt euer Leben für Fürst Dagon, damit er weiß, dass ihr in eurer Hingabe an die Zerstörung keine Feigheit bekennt. Bastian ist immer ein hübscher Kerl, finde ich. Na gut. Zum Ruhm Fürst Dagons! Noch mehr Entwürfe des Kults. Er sagte, beschützt ihn. Meint ihr, sie haben ihn fertiggestellt, ihren Kataklysten? Wahrscheinlich. Sucht nach etwas, was uns verraten könnte, was er ist. Geht ihr weiter. Wir treffen euch ein Stück weiter drinnen wieder. Boah, ich glaube, das wäre auch zum Beispiel was, wenn irgendwann Lara wieder ESO streamen darf, in Anführungszeichen. Boah, das ist was, was wir hier aufdrücken müssen, dass Lara mal einen ganzen Stream ohne Monturen rumläuft. Der tut es ja noch mehr im Herzen weh wie mir. Mir tut schon weh. Das war's. Seid ihr verletzt? So, und hier gibt's auch natürlich wieder Bonusbosse. Die Bonusbosse, gut, hier ist jetzt ein Licht. Dann ist hinten ein Licht. Da hinter dem Holzding. Wird aber erst aktiv, wenn hier das Ding tot ist. Sie dürfen das Gefäß nicht leeren. Ah, entwischt. Und hier vorne ist. Wir haben diese Ernte verhindert. Doch ich spüre, jetzt müssen drei abgegeben werden. Konzentration dieser Macht. Ach genau, zwei sind da. Eins ist da hinten rechts und eins ist hier vorne links. Spart einen für den Meister zum Foltern auf! Das sind übrigens die Raubschlunz, so sehen die Dinger aus, die spawnen, wenn man das Set anhat, was es heute bei der Goldenen gibt. Große Verschmutzung.
Wie der Krieg den Boden mit Blut tränkt und seine Spuren in der Welt hinterlässt, ist auch die spirituelle Welt gesättigt vom Vergießen der Leben Sterblicher. So entsteht ein Morast, in dem die Seele sich sicher versteckt, wie der Stiefel eines Soldaten im blutgetränkten Schlamm. Daher werden so viele Schlachtfelder von den verlorenen Seelen heimgesucht, die ihren trüben Gräbern nicht entkommen konnten, obwohl jeder Tod im großen Maßstab seine Spuren auf ähnliche Weise hinterlässt. Überschwemmungen, Krankheiten, Hungersnöte. Entsteht genug Leid an einem Ort, wird Mundus über Jahrzehnte hinweg beschmutzt. Wenn in einem Moor ein großes Gemetzel stattfindet, haben wir innerhalb der Grenzen des Schreckenskellers einen Brunnen gegraben. Jahrhunderte der Grausamkeit, der Folter und des Todes sind so tief in das Innerste dieses Gefängnisses eingedrungen, dass diese Verschmutzung nie mehr weichen wird. Aber man kann sie nutzen. Ein bodenloser Vorrat an roher nekromantischer Energie, der auf ein Ziel wartet. Ich habe über die Jahre so viel an diesem Vorrat gegossen, ich werde ihn nicht mehr verkommen lassen. Aglaia, nein, der hat eine weiße Hose an. Er hat hier weiß. Er ist braun. Sehen irgendwer bei dir so... Was sieht bei mir schwach aus? Die Gegner. Und die sind nicht schwach. Ich bin unglaublich stark. Bin ich hier richtig? Ja. Bin ich? Da komme ich her. Achso, ja. Der Weinstuhl. Cyronin Ethyl. Okay, bei dem Boss wäre der Bonusboss auch cool gewesen. Nee. Ich kümmere mich um den Atronachen. Tötet diesen Magier. Worin ihr auch hineingeraten seid, Cyronin. Okay. Es endet hier. Wenn ihr aufmerksam lauscht, könnt ihr noch immer all ihre Schreie hören. Enorme Menge Energie angesammelt. Hat die nicht gesagt, sie kümmert sich um die Atronachen? Ist das Bosheit in euren Augen, Martos? Ist eure Leidenschaft für das Zufügen von Schmerzen neu entflammt? Ihr hattet immer einen besonderen Platz der Abneigung in meinem Herzen, Cyronin. Ich brauche einen Heiler. Ja, du bist doch schon tot, Bastian. Hör auf, aus dem Jenseits mit mir zu sprechen. Und nehme eine. Kämpft gegeneinander für eure Magikarte. Clown. Jo, okay, das wird. Oh je, oh je, oh je. Kommt, Martus. Das Wir wird haben spaßig. Viel nachzuholen. Ich werde euch muss auf jeden Fall viel dodgen. Oder Bastian muss stehen, damit er ein bisschen was abfängt. Oh je. Konzentriert euch auf Cyronin. Ich kümmere mich um das Ding. Spürt ihr das? Das greifbare Grauen? Immer Haken schlagen, ihr schafft das! Eure Anwärterin wusste nichts von den Tiefen, in die ihr sie führtet. Vielleicht zeige ich ihr, wie tief sie gehen. Unsere Sorge darum, wie tief ihr gesunken seid, endet mit eurem Tod. Reinigt euer Denken von allem warum außer so viel? Schmerz und Furcht. Hallo? Ich kann das ja nicht aufnehmen.
wie viele kommen denn da? Das sieht Sterben. Wo wäre denn da der Spaß? Puiuiuiui. Wie soll ich das hinkriegen? Ihr werdet nicht vergessen werden. Puiuiuiui. Gleich eine Negate, was mich dann heilt. Oh. Ah. Überlasst den großen Felsen mir. Kümmert ihr jetzt euch um geht ihn? Ihr bloß noch nee, an. Ich muss die großen Felsen leider wegmachen. Der Schrecken wallt an diesem Ort auf. Er wallt in euch auf. Er kanalisiert kurze Impulse. Warum nee, so aber ich möchte ja. Freut es euch nicht zu wissen, dass ist ich ja all schon eine eigene Challenge. Leid in etwas Größeres verwandelt habe. Es bereitet ja, mir genug tun, dass ihr eure Seele dem ah, mehr versuche mir selber habt. Gönnen. Ertrinkt in ihrer Angst. Wisst ihr, wie es ist, um den Tod zu betteln? Ich werde es euch zeigen. Immer Haken schlagen, ihr schafft das! Okay, aber das Negate hat auf jeden Fall geholfen. Dass ihr immer in kleinen Maßstäben denkt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was der ja, Fürst du machst des auch gerade überhaupt nichts. Ich muss mir nichts vorstellen. Es endet das ist, wenn man die Gefährten, das ist mir auch schon aufgefallen nach dem Patch. Wenn man die retzt, haben sie erstmal überhaupt keinen Bock auf irgendwas. Ihr seid gelebt. Kauert und bettelt um Erlösung. Ich sehe immer noch Hoffnung in euch. Ich werde sie zu einem Wein der Verzweiflung kältern. Macht euch bereit zu laufen. Ich finde, ich habe allen Grund auf Hoffnung. Ist das Bosheit in euren Augen, Martus? Ist eure Leidenschaft für das Zufügen von Schmerzen neu entflammt? Ihr hattet immer einen besonderen Platz der Abneigung in meinem Herzen, Cyronin. Er war verantwortlich für diesen albtraumhaften Ort. Ihr wart verantwortlich für diesen Ort. Das hat keine Auswirkungen auf die Mission. Wir haben einen Kampfmagier umgebracht. Jemand, den ihr kanntet. Ich hatte nicht erwartet, dass noch jemand hier ist. Dieser Ort wurde aufgegeben. Euer Geheimnis war wohl nicht so sicher, wie ihr dachtet. Ihr seid wirklich unglaublich. Unser Ziel bleibt das gleiche. Herausfinden, was die erwachende Flamme plant und es aufhalten. Wir müssen weitermachen. Geschafft. Es folgt noch ein, ja, sagen wir mal, weiter Weg bis zum Endboss. Aber ich glaube, der kam einem immer nur so weit vor, weil man hier die Bonusgeschichte gemacht hat. Weil hier auch wieder in diesen Zellentüren
sind auch wieder Altäre. Wir müssen dann alle vier diesmal dann das Licht aufnehmen jeweils und abgeben schnell genug. Und dann hat man den letzten Bonus gut befreit. Das ist, glaube ich, die Eckes. Und ihr seht jetzt auch, hier ist wieder der Boden. Hier gibt man es ab. Und in den drei Zellentüren und der einen ganz hinten gibt es dann die Lichter zum Aufsammeln. Was natürlich richtig geil wäre, wenn ich schaffen würde, mit einem neu erstellten Char die beiden neuen Verliese von Necrom zu machen. Weil das könnte ich dann wunderbar in den Queststream mit einbauen. Dass man dann erst die beiden Verliese macht, Halle der Schriftmeisters und Balsonar und dann die Prolog-Quest. Und dann nach Necrom geht, aber ich glaube, das muss ich mit einem anderen Charakter machen. Muss er dann ran und dann darf der andere die Prolog-Quest und so spielen. Und hier haben wir ein sehr beeindruckendes Ding. Hat es, also jeder hat gesagt, Haus im Gegenstand. Gib mir dein Haus im Gegenstand. Die Daedra leiten ihre Energie in diese Maschine. Es kommen noch mehr von ihnen. Dort drüben auch. Lucilla und ich werden sie aufhalten. Schaltet dieses Ding aus! Möge diese Welt zur Ehre Merunes Dagons zerschmettert werden! Cooles Vieh, geiles Monster-Set. Mag ich sehr. Auch wenn es als Nachtlinge die meisten Boni schon immer irgendwie selber bekommen, aber finde ich ein cooles Ding. Ich glaube, ich muss mir die Ulti für hinten aufheben. Ich glaube, hinten ist es besser, die Ulti zu haben, wie hier vorne. Zumindest am Anfang. Ach, der hatte eigentlich... Das war auch immer so ein Ding, da hat man weiß ich was gedacht, aber eigentlich ist gar nichts passiert. Bei ihm ist es halt eigentlich nur. Ihr müsst in Bewegung bleiben. Dass er eine mehrere Phasen hat. In der ersten ist der Wirbelwind da. Das ist ein Vorgeschmack auf die glühenden Totenländer. Ich wurde geboren, um Nationen zu Fall zu bringen. Okay. Und nicht um Insekten zu zerquetschen. Range einfach gewinnen bringt nichts. Muss ich wirklich dodgen. Da muss ich wirklich dodgen. Ich habe viel mehr Angst, dass meine unglaublichen neuen Pots jetzt hoffentlich für diesen Kampf reichen. Ansonsten muss ich nochmal schnorren und dann muss ich mal langsam darum kümmern, dass ich dann auch zurückzahle. Ich habe zwar noch welche, aber die sind in meinem Haus. Der Tag wird schon sein. In dieser Zerstörung. Kinder der Totenländer. Also falls mir irgendjemand Magicka, Stamina, also Waffenkraft-Pots herstellen könnte, wäre sehr, sehr toll. Müssen keine 200 sein. Stillt den Hunger der Erde!
Zugang. Mit einem Knochen. Ich schleudere euch in den feurigen Schlund der Erde. Ja, jetzt muss ich nach hinten. Mit diesem Portal erreicht ihr es, bevor sich die D3 erholen. Und muss möglichst schnell dieses Ding hier kaputt kriegen. Denn sonst wird es hier ekelhaft auf jeden Fall. Ihr habt es von seiner Kraftquelle getrennt. Hiermit gelangt ihr zum Kataklysten zurück. Das ist schon mal ziemlich gut gelaufen. Die Legionen von Fürst Dagon werden euch überwältigen! Ich schaffe es nicht! Doch, schaffst du. Ich glaube an dich. Kämpf doch bitte! Das wäre erledigt, denke ich. Der Stein blutet! Fürst Dagons Feuer! Gehorcht! Geil, er hat gerade wieder so überhaupt keinen. Jetzt kämpft er wieder. Steckt ihr fest oder habt ihr beschlossen, euch nicht zu rühren? Die Legionen von Fürst Dagon werden euch überwältigen! Der Stein blutet! Fürst Dagons Feuer! Will sie hier rausziehen? Ich trinke diesen Brunnen der Wahrheit. Ja, dann sind wir schon wieder nach hinten. Das fühle ich. Ich glaube, ich kann euch dorthin bringen. Hier. Okay. Ah, ich kann im Kampf keine Post abholen. Los geht's. Schade. Das reicht nicht. Ich heb die Ulti jetzt aber für die Energie lässt nach. Nehmt dieses Portal zurück zum Kataklysten. Letzte Phase. Weil ich jetzt natürlich gucken will, dass ich ihn umhauen kann. Tanzt in dieser Zerstörung! Kinder der Totenländer! Das war knapp. Darf nicht unnötig dodgen. Stillt den Hunger der Erde mit meinem Knochen. Kommt und holt uns doch. Genau das, ja. Diss ihn noch ein bisschen. Kommt schon. Kommt da raus. Ich bin nirgendwo drin. Das ist ein Vorgeschmack auf die glühenden Totenländer. Oh, Ulti ist ready. Ihr, sieht gut aus. Ein bisschen übertrieben? Nein. Ich dachte nicht, dass wir das überleben. Hätten wir ja auch fast nicht. Wer sagt, dass sie es nicht wieder versuchen, solange es diesen schrecklichen Ort gibt? Es sieht so aus, als hätte dieses Gerät, den Göttern sei Dank, die Erschaffung dieser Abscheulichkeit nicht überlebt. Ich sorge dafür, dass man euch für eure Hilfe hier belohnt. So, und hier sind sogar die Questgeber da. Wenn ihr das macht und das erste Mal und ihr sind keine NPCs und ihr seid in einer Gruppe, macht es so, dass einer rausportet, der kommt dann wieder hierher. Der sieht dann die NPCs, der wartet dann. Und so machen es die anderen auch, so dass immer jemand hier steht. Und dann ist ja ein Portal, weil ihr die Bosse besiegt habt. Und dann ein- und auslocken könnte auch funktionieren. Und
So könnt ihr dann hier auch fertig werden. Was für ein Dreck. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte uns Martus alle das Leben gekostet. Dieses monströse Ding auf die Welt losgelassen und den Makel an diesem Ort weiter schwären lassen. Dankeschön. Nach seiner Rolle hierbei darf er damit nicht einfach so davonkommen, doch ich befürchte, genauso wird es sein. Wie kommt ihr darauf? Er ist sich sicher, dass meine Beschwerde beim Spitzenrat zu gar nichts führen wird. Wenn man ihm so zuhört, könnte man meinen, Schick, der oder? Schreckenskeller wäre etwas, von dem alle wissen und für das vielleicht sogar alle verantwortlich sind. Martus wird in der Schlachtspitze nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Also, was werdet ihr tun? Ich kann so jemanden nicht meinen Kameraden nennen. Oh, und stimmt. Ich kann nicht zu einer Institution zurückkehren, die all das hier unterstützt. Ich kann desertieren. Er ist verletzt und kann mich nicht aufhalten. Doch dann wird er nie zur Rechenschaft gezogen. Wenn ich ihn selbst aburteile, wer würde sich mir in den Weg stellen? Ich werde euch nicht am Gehen hindern, aber ihr solltet Martus nicht töten. Martus verdient eine Bestrafung. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Gucken wir gleich, entscheiden wir gleich. Bleib so. Es sieht ein bisschen, also auch wenn es eine Hose ist, aber könnt ihr euch damals an die Wochenshow erinnern? Prisco Schneider. Das war Stefan Raab, als er bei Prisco Schneider war oder irgendwie sowas. Mein Alter macht sich bemerkbar. Keine Sorge. Ich überlebe das. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ich mich davon erhole. Weiß nicht, ob du überleben wirst. Ich bin froh, dass dieses Scheusal euch nicht allzu übel zugerichtet hat. Sie soll gehen oder sie soll bestrafen. Ihr habt 2 Minuten Zeit, euch. Genau, hallo liebe Liebende. Ich meine, es gab was bei Stefan Raab oder so, als er Prisco Schneider besucht hat. Prisco Schneider war cool. War sehr lustig immer. Was wird nun mit dem Schreckenskeller geschehen? Das obliegt den Magiern des Spitzenrats. Wir haben nicht die Ressourcen, diesen Ort vor einem wiederholten Eindringen zu schützen. Der Rat kann sich vielleicht eine Methode überlegen, wie man die verbleibenden Energien hier reinigen kann. Oder wie man hier alles in die Luft jagt. Vermisst werden wird dieser Ort nicht. Wisst ihr, was die Abscheulichkeit war? Nein. Sie erinnerte mich an Daedra aus den Totenländern. Doch was auch immer diese unheimliche Maschine aus ihr gemacht hat, sah nicht aus wie irgendein Daedra, der mir bekannt ist. Wenn ich mir den Zustand der Gerätschaft ansehe, frage ich mich natürlich, ob das gewünschte Ergebnis war. Glaubt ihr, dass ein anderer Kampfmagier hinter all dem steckt? Unwahrscheinlich. Syronin war ein einfallsreicher Folterer, aber nicht schlau genug, um diesen ganzen Plan auszuhacken. Er hat wahrscheinlich der erwachenden Flamme geholfen, die Qualenergie aus diesem Gefängnis zu saugen. Doch eine solche Maschine zu ersinnen, übersteigt seine Möglichkeiten. Habt ihr eine Ahnung, wer wirklich dahinter stecken könnte? Nein. Doch ich vermute, dass unsere Dremora-Informantin mehr dazu sagen könnte. Ich kann ihr bestimmt etwas entlocken, wenn wir beide darüber sprechen, was wir hier aufgedeckt haben. Sie ist nicht da. Und ihr seid auf Bestrafen aus. Was für ein Dreck. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wie kommt ihr da uns Martus haben wir ja schon gehabt. Ich kann so jemanden nicht meinen Kameraden nennen. Und ich kann nicht zu einer Institution zurückkehren, die all das hier unterstützt. Ich kann desertieren. Er ist verletzt und kann mich nicht aufhalten. Doch dann wird er nie zur Rechenschaft gezogen. Wenn ich ihn selbst aburteile, wer würde sich mir in den Weg stellen? Martus verdient eine Bestrafung. Ich werde euch nicht im Weg stehen. Ich werde 1 Million Mal gnädiger sein, als er es wäre. Nicht, dass er es verdient hätte, doch ich lasse mich nicht auf sein Niveau herab. Sobald er tot ist, können die Göttlichen über seine Buße entscheiden.
Ihr müsst dafür nicht hierbleiben. Nehmt eure Belohnung und verschwindet aus diesem Loch. Mathis, ich glaube, ihr habt recht. Das hier zu melden würde nicht für Gerechtigkeit sorgen. Alter, ist die Badass. Worauf wollt ihr hinaus, Lucilla? Ich werde euch hier mit euren Sünden begraben. Lucilla. Nein. Seht mich nicht so an, Mathis. Seht mich nicht so an. Verdammt seid ihr. Er hat nicht einmal versucht, mich aufzuhalten. Er wirkte einfach schicksalsergeben. Vielleicht wollte er das so alles. Dann hätte es der Feigling selbst tun sollen. Wenn er hätte Buße tun wollen, hätte er nicht warten müssen, bis ich mir die Hände schmutzig mache. Mathis befleckte alles, womit er in Berührung kam. Bereut ihr es, ihn getötet zu haben? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich nicht an, als hätte ich etwas richtiggestellt. Ich fühle mich nur noch schlimmer. Dieser grausame Bastard konnte nicht mal sterben, ohne jemandem weh zu tun. Was werdet ihr jetzt tun? Ich muss mich mit Lyran treffen. Mathis hat versprochen, ihr mitzuteilen, was wir an diesem Ort in Erfahrung bringen. Und ich will wissen, in was sie uns da hineingezogen hat. Aber wo ist Lyran? Nicht hier. Hier steht sie aber auch nicht mehr. Aber damit habe ich es tatsächlich geschafft, auch die Blackwood Dungeons abzuschließen. Auch das ja ist geschafft. Lyrinx, einen wunderschönen und guten Mittag. Willkommen im Feierabend. Ich mache jetzt auch gleich Feierabend. Aber auch heute wieder 4 sehr, sehr schöne Verliese erlebt. Sehr anspruchsvoll, deutlich. Haben wir jetzt ganz schön reingezimmert. Die nächsten werden genauso, glaube ich, nochmal. Aber mit Iskending Tide. Im Kram des Schiffbauers vor allen Dingen. Und der Korallenhorst, da kriege ich sogar Stimmbruch kurz, warten dann nächste Woche auf uns. Und wenn